Das Wasser ist deutlich gestiegen. Schon im Laufe der letzten Stunde waren es alleine über 10 Zentimeter. Und wenn man hier hinter mir dieses Tor anguckt, da konnte ich vor 3 Stunden noch trockenen Fußes durchgehen. Jetzt würde das nicht mehr funktionieren. Da würde mir das Wasser ungefähr bis zur Hüfte gehen. Und wenn wir auf die andere Seite einmal gerade gucken, da liegen Sandsäcke. Diese Sandsäcke waren vorher auch noch alle deutlich zu sehen. Die hat man gestern hier aufgeschüttet, um die Straße zu schützen, um möglichst lange hier mit den Autos durchfahren zu können. Das alles geht jetzt nicht mehr. Der Neckar ist jetzt ungefähr bei einem Pegel angelangt, der doppelt so hoch ist wie normalerweise, und er wird in den nächsten Stunden wohl weiter ansteigen. Die guten Nachrichten für Heidelberg sind dennoch, dass die Altstadt dieses Mal verschont bleibt. Also, dass der Neckar nicht in Häuser, in Keller reinläuft. Und das ist anderorts tatsächlich auch schon passiert in den letzten Tagen. Schauen wir uns das mal an. Zum Beispiel in Lenzkirch im Südschwarzwald. Da wurde die Haslach zu einem reißenden Fluss. Mit Sandsäcken hat die Feuerwehr da versucht, die Häuser vor den Wassermassen zu schützen. Das hat oftmals tatsächlich gar nicht so richtig funktioniert. Ähnliches auch in Rheinland-Pfalz an der Mosel, wo schon gestern Häuser unter Wasser standen. Und noch ein Blick nach Bayern, nach Regensburg. Dort ist es die Donau, die über die Ufer getreten ist. Ja, und diese größeren Flüsse sind über die Ufer getreten, weil es örtlich in den letzten Tagen richtig viel geregnet hat. Kleine Flüsse, da ist die Lage jetzt auch besonders dramatisch. Die schicken ihr Wasser quasi peu à peu rein in die größeren Flüsse. Das ist jetzt schon zu spüren, wird in den kommenden Tagen, in den kommenden Stunden auch noch deutlicher zu spüren sein. Und das wird dann Auswirkungen haben, das wird zu weiteren Überflutungen führen, zu ansteigenden Überflutungen auch und zu Einschränkungen auch im Schiffsverkehr. Jörg Huber, Sie kennen sich da aus. Wie wird das aussehen in den nächsten Tagen in Sachen Schiffsverkehr auf den großen deutschen Wasserstraßen? Ja, ich bleibe mal hier beim Neckar. Da haben wir in Heidelberg zwischenzeitlich den Stau aufgehoben. Das heißt, die Wehre sind hochgefahren. Der Neckar hat wieder einen freien Abfluss mit Strömungsgeschwindigkeiten um die 4 Meter pro Sekunde. Da ist keine Schifffahrt mehr möglich. Und wir rechnen damit, dass wir bis Montag auch den Zustand so haben. Und wenn ich den Blick an den Oberrhein wende, da wird heute auch im Laufe des Tages damit gerechnet, dass die Hochwassermarke 2 in Maxau überschritten wird. Auch hier wird es zu einer Schifffahrtssperre dann kommen. Die Mosel ist auch gesperrt. Trier hat eine Prognose von 8,50 Meter. Da geht man davon aus, dass die Schifffahrt erst im Laufe der nächsten Woche wieder ins Laufen kommen kann. Am Niederrhein, Köln, Duisburg, da sieht es etwas besser aus. Derzeitig geht man nicht davon aus, dass man mit Schifffahrtssperren rechnen muss. Das Gleiche gilt für den Main. Herzlichen Dank dafür. Also da könnte man glimpflich vorankommen. Allerdings nur was die Schifffahrt angeht. Überflutungen in Deutschland in vielen Regionen. Hier in Heidelberg wird der Scheitelpunkt heute Abend wohl erreicht werden. In vielen anderen Regionen ist das erst am Wochenende oder sogar in der kommenden Woche der Fall.